Moin, heute machen wir einen richtig saftigen Osterlammrollbraten. Das hier ist eine Lammkeule, die hat mit Knochen 3,5 Kilo gewogen. Die haben wir entbeinen lassen. Kleiner Tipp, nimmt immer die Knochen mit, daraus kann man super leckere Brühe kochen. Dann haben wir folgende Zutaten. Einen Esslöffel Sumak, einen Esslöffel Kreuzkümmel, einen Esslöffel Fenchelsaat, ein bisschen mehr als einen Esslöffel Salz und einen Esslöffel oder ein bisschen weniger Pulbiber. Das sind im Prinzip einfach nur Chiliflocken. Dann nehmen wir Knoblauch, wir nehmen nicht die ganze Knolle, einfach Pfeffer und am Ende brauchen wir noch ein bisschen Metzgergarn, das ist wichtig, weil das im Ofen nicht verbrennt, und einen Mörser. Wir haben eine entbeinte Lammkeule, da man hier deutlich mehr Oberfläche hat, in die man die ganzen Kräuter und das Salz einmassieren kann. Zudem können wir es am Ende zusammenrollen, haben überall die gleiche Dicke an Fleisch, somit können wir es deutlich gleichmäßiger garen als mit Knochen. So, wir nehmen jetzt erstmal unseren Knoblauch. Davon nehmen wir so 3-4 große Zehen. Die müssen wir nicht allzu klein schneiden. Die müssen wir nur einmal schälen. Wir tun die eh gleich alle zusammen in den Mörser. Besten immer einmal draufhauen, Strunk abschneiden, dann kann man die Schale einfach abziehen. Unsere restlichen Zutaten könnte man jetzt auch noch in der Pfanne anrösten. Allerdings machen wir uns diesen Aufwand heute nicht. Der Geschmack der Gewürze wird dadurch aber etwas intensiviert. Wichtig ist, wenn ihr mörsert, immer das Salz dazu tun. Das hilft so ein bisschen quasi wie Schleifpapier, die ganzen Gewürze noch mal stärker zu verfeinern. Sobald man anfängt zu mörsern, bekommt man sofort eine riesige Geruchsexplosion. Sobald eure Kräuter und der Knoblauch eine recht grobe Paste gebildet haben, könnt ihr noch ein bisschen Pfeffer reinmalen. Dann werden wir es mit Olivenöl mischen. Wir brauchen das Olivenöl nicht fürs Fett, wir brauchen das einfach nur, um unsere Paste besser verteilen zu können auf dem Fleisch. Man könnte auch Butter nehmen. Könnte auch Butter nehmen, aber Butter wäre ja fest. Nee, Wasser wollen wir nicht. Jetzt nehmen wir hier einen guten Schuss Olivenöl, nicht sparen, und werden das einmal mit einem Löffel einrühren. Muss jetzt auch nicht wirklich flüssig sein, einfach nur ein bisschen flüssig, um es besser verteilen zu können. Nun nehmen wir unsere Lammkeule und werden die noch ein bisschen weiter aufschneiden. Ihr seht, hier haben wir schon einen recht flachen Teil, hier ist aber noch ein großes Stück Fleisch. Wir nehmen jetzt unser scharfes Messer und trennen das hier einmal auf. Somit können wir einmal das Fleisch aufklappen, schneiden hier noch mehr rein. Wichtig, dass immer alles zusammenhält. Könnt ihr ruhig so ein paar Taschen schneiden. Noch mal ein bisschen oben drüber. Das Fleisch zerfällt dadurch nicht. Es wird nur zarter, da wir unser Gewürz deutlich besser ins Fleisch einmassieren können. Dann noch einmal quer drüber. So, jetzt ist das Fleisch bereit für die Gewürze. Da ruhig einfach immer das Messer erstmal wegtun. So, jetzt ist unser Fleisch fertig für die Gewürze. Jetzt könnt ihr ruhig hier immer einen großen Löffel nehmen und das einmal ordentlich verteilen. Wir verteilen die gesamten Gewürze auf der Innenseite. Auf der Außenseite des Fleisches werden wir später nur salzen, da die Gewürze sonst verbrennen würden im Ofen. Damit sich der Aufwand auch gelohnt hat, werden wir jetzt wirklich die ganzen Gewürze schön in alle Ecken und Kanten, die wir hier haben, einmassieren. Wirklich überall Gewürz, Salz und Knoblauch. Jetzt haben wir unser Fleisch hier einmal aufgesplittet und das werden wir jetzt einmal zusammenrollen, sodass wir eine Wurst kriegen, die überall ungefähr gleich dick ist. Dafür drehen wir das einmal so ein, dass überall ungefähr der gleiche Durchmesser ist. Das werden wir jetzt mit unserem Metzgergarn nochmal festziehen. Dann können wir auch die dickeren Stellen in der Mitte etwas fester ziehen. Die äußeren lassen wir etwas lockerer. Dadurch können wir es super gleichmäßig garen. Okay. Oder so, wie es eigentlich heißt. So, jetzt werden wir unseren Braten abbinden. Dafür nehmen wir unser Metzgergarn, verknoten uns erstmal selber den Finger. Dafür gehen wir erstmal in die Mitte, gehen einmal rum, legen die Schnur unten durch, über sich selbst und durch die Schlaufe, die wir erzeugt haben. Und ziehen es fest. Dann oben drüber einfach noch einen normalen Knoten. Und das machen wir über den ganzen Braten. Hier nochmal im Close-Up. Nee, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch.
Okay, also nochmal im Close-Up. Einmal das Garn unten drunter durchziehen. Mit dem offenen Ende unten drunter durch. Hier macht ihr eine Schlaufe. Und einmal unten wieder durch und durch die Schlaufe. Dann könnt ihr das festziehen und macht oben noch einen normalen Knoten drauf. Grandios. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass der Braten überall gleich dick ist. Das heißt, an den dicken Stellen zieht ihr etwas fester die Knoten, an den dünneren Stellen zieht ihr sie etwas lockerer. Wichtig ist auch, dass ihr das Metzgergarn auf jeden Fall verknotet, weil es macht ja sonst keinen Spaß. Jetzt habt ihr euren schönen Braten hier abgebunden. Den tun wir jetzt in unsere Edelstahl-Backform. Werden den nochmal salzen und dann kommt er für eine bis eineinhalb Stunden bei 200 Grad Umluft in den Backofen. Wir werden aber noch ein Thermometer einführen, um zu sehen, ob die Kerntemperatur am Ende wirklich stimmt. Fürs Salz einfach ordentlich oben drüber geben. Man kann so Fleisch eigentlich nicht wirklich versalzen. So, unser Braten war jetzt knapp 50 Minuten im Ofen. Wir haben ja die Kerntemperatur, die ist jetzt bei 60 Grad. Medium Rare ist so 61 bis 63. Wir holen ihn jetzt raus, lassen ihn noch ein bisschen ziehen. Dadurch wird die Temperatur noch ein bisschen ansteigen. Das sieht wunderbar aus. Wir haben eine schöne Kruste bekommen. Es ist ein bisschen Öl und Fett unten in der Wanne. Wichtig ist, das Thermometer jetzt nicht rausziehen, sonst würde die Flüssigkeit direkt aus dem Fleisch laufen. Das decken wir jetzt mit Alufolie ab und lassen ihn nochmal 10 bis 20 Minuten ordentlich durchziehen. Dann schneiden wir doch mal das Lamm an. Das ist jetzt nochmal schön 20 Minuten durchgezogen. Jetzt können wir auch endlich hier unser Temperaturfühler rausziehen. Obwohl das 20 Minuten nicht im Ofen war, da ist so viel Wärme noch drin, das ist auf jeden Fall warm genug. Das holen wir jetzt hier raus und schneiden es einfach mal in der Mitte durch. Am besten nehmt ihr mal ein Brotmesser dafür. Kann auch ein super scharfes Messer nehmen, aber so ein Brotmesser, gerade wenn man ein bisschen Kruste hat, funktioniert am meisten, meistens am besten. Das sieht doch perfekt aus. Schön medium rare. Ihr seht, wie die Kräuter überall durchgezogen sind. Das Aroma, was gerade rauskommt, ist super lecker. Schneiden wir mal an und probieren. Dann wollen wir doch mal probieren. Wir haben hier einen kleinen Teller gemacht mit unserem Ostermenü. Einmal ein bisschen von unserem Auberginenpesto, unseren Safranreis, ein bisschen Salsa Verde und natürlich unser Lamm. Ich schneide hier mal rein. Es riecht schon super geil. Der Kreuzkümmel kommt durch, der ganze Knoblauch. Es ist super zart. Die Gewürze kommen perfekt durch. Salz ist auch on point. Leichte Schärfe ist dadurch die Chiliflocken. Einfach himmlisch. Da kann man gar nicht aufhören zu essen. Es ist einfach perfekt. So super saftig. Der leichte Lammgeschmack. Das müsst ihr auf jeden Fall nachmachen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao!